Ein Supermond ist ein Vollmond, dessen Mittelpunkt höchstens 360.000 Kilometer vom Erdmittelpunkt entfernt ist. Aufgrund der geringen Entfernung erscheint ein Supervollmond knapp 7% größer als ein durchschnittlicher Mond. In der Nacht vom 7. auf den 8. April war es wieder einmal soweit. Ich bereite die Videoausrüstung vor und will einmal schauen, was bei uns in solch einer Nacht in der Stadt los ist. Nichts. Das Zentrum von Nossen, der Markt, menschenleer. Es ist windstill. Wenn ich das Licht eines Fernsehers hinter der Gardine flackern würde, könnte ich glauben, allein in der Kleinstadt zu sein. Der exakte Zeitpunkt des Vollmondes liegt wohl bei ca. 4 Uhr in der Frühe. Das ist für mich eine entschieden ungünstige Uhrzeit. Und so groß wird der Unterschied zu jetzt wohl auch nicht sein. Viele Geschäfte sind auch tags wegen Corona geschlossen. Sammy aber ist in seinem Laden und macht sauber und die Abrechnung. Ich klopfe an die Scheibe, wir schwatzen kurz über den Supermond und Döner, Männergespräche eben. Dann will er nach Hause und ich setze meine Runde fort. Den Markt entlang. Blick zur Kirche, die Sparkasse mit der Postsäule davor und an der Kirche vorbei gehe ich die paar Schritte zum Schloss hinauf. Aber auch hier ist keine Menschenseele zu sehen. Mein Heimweg führt mich an der Mulde entlang, in welcher sich der Mond funkelnd spiegelt. Am nächsten Morgen ist der Mond nicht mehr zu sehen. Corona ist nicht das Ende. Und Supervollmonde wird es immer wieder geben. Eigentlich wäre heute Abend eine gute Gelegenheit, mal wieder einen leckeren Döner zu essen.